Punkt 8 und rufe auf Tagesordnungspunkt 9. Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 7150, europäisch-kanadisches Freihandelsabkommen CETA stoppen. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Piratenfraktion Herrn Kollegen Schwert das Wort. Bitte, Herr Kollege. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren im Saal, auf der Tribüne und am Stream. In den letzten Jahren war vielfach von einem verloren gegangenen Primat der Politik die Rede. Begriffe wie Postdemokratie folgten und sprachen eine generelle Krise des demokratischen Systems in der westlichen Welt an. Wer bis jetzt noch nicht so recht verstanden hat, was damit gemeint ist, der sollte einmal einen Blick in CETA werfen, das beabsichtigte Freihandelsabkommen zwischen Kanada und der Europäischen Union. Was Politikwissenschaftler und Intellektuelle seit langem auf theoretischer Grundlage diskutieren, hat dort nachvollziehbare Formen angenommen. Dieses abseits von jeder politischen Öffentlichkeit hinter verschlossenen Türen ausgehandelte Abkommen gibt Konzernen eine Brechstange in die Hand, in zentrale Bereiche des Staatswesens einzudringen. Die Grundrechte der Bürger sowie Standards im Bereich des Arbeitsrechts, des Verbraucher- und Umweltschutzes sind in Gefahr, durch diesen Vertrag ausgehebelt zu werden. Auf dem Altar eines vermeintlichen Investitionsschutzes wird darauf abgezielt, Konzernen sogar ein außergerichtliches Klagerecht gegen alles einzuräumen, was ihren Geschäftsinteressen entgegensteht. Dabei sind die Karten äußerst ungleich verteilt. Während Konzerne ein Klagerecht gegen Staaten haben, ist es umgekehrt nicht möglich, dass Staaten ihrerseits gegen Konzerne klagen. Zudem gibt es keinerlei Rechtsmittel gegen ein Schiedsurteil. An vielen Stellen ist das Abkommen zudem unpräzise formuliert. Die Auslegung und Interpretation solcher unklaren Rechtsbegriffe wird dann später in der Praxis einem außerdemokratischen Komitee überlassen sein. Dies setzt Wirtschaft und Bürger unkalkulierten Risiken aus. Im Vertrag selbst wird eine knappe Ausnahmeliste aufgestellt. Alle anderen Wirtschaftsbereiche sind vom Vertragswert umfasst. Das bedeutet, dass auch vergessene oder vielleicht auch zukünftig entstehende Bereiche vom Vertrag eingeschlossen sein werden, auch wenn diese eines besonderen Schutzes bedurft hätten. Eine Reihe von Regelungen, die das Europäische Parlament mit der Ablehnung des ACTA-Abkommens verworfen hat, finden sich hier im CETA-Vertragsentwurf erneut. Dies bedroht die dringend notwendige und geplante EU-Urheberrechtsreform, die wir Piraten mit vorantreiben wollen. Schließlich gibt es im Vertragswerk eben keine Exception culturelle, durch die Kultur und Bildung generell ausgenommen wären. Es ist ganz offensichtlich, CETA greift in die Kompetenz von Bund und den Ländern ein. NRW ist vielfach unmittelbar und selbst von diesen Einschränkungen betroffen. Aus diesem Grunde darf das Abkommen in der jetzigen Form auf keinen Fall unterzeichnet werden. Der amerikanische Regierungsberater Samuel Huntington bemerkte einmal, Macht sei dann am stärksten, solange sie im Dunkeln bleibe. Dem Sonnenlicht ausgesetzt, beginnt sie sich zu verflüchtigen. Genau dies ist scheinbar auch bei CETA der Fall. Und das steht uns auch beim Handelsabkommen TTIP bevor. Denn hinter verschlossenen Türen ausgehandelter Vertragsentwurf, der wurde glücklicherweise von Whistleblowern geleakt. Und man kann jetzt sehr gut nachvollziehen, wovor es Huntington graust. Die Transparenz, die wir immer eingefordert haben, ist dringend nötig, um vor solchen fatalen Fehlentwicklungen warnen zu können, wie wir sie jetzt sehen. Ich freue mich sehr, dass der Mehr Demokratie e.V. sowie die selbstorganisierte Europäische Bürgerinitiative gegen TTIP und CETA unseren Antrag ausdrücklich unterstützen. Vielen Dank und viele Grüße von dieser Stelle. Im Diskurs über CETA ist unsere Grundposition klar. Wir Piraten sind entschieden gegen jede Transformation der Demokratie in marktkonforme Gesellschaftssysteme, in denen Märkte die Entscheidungen des demokratischen Souveräns aushebeln. Applaus
Genauso wenig halten wir es für akzeptabel, dass eine außerstaatliche Paralleljustiz, ein Primat des Marktes, installiert wird. Wir halten es dagegen mit Kant, der bereits vor mehr als 200 Jahren feststellte, alle Politik muss ihre Knie vor dem Recht beugen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schwert. Für die SPD-Fraktion spricht nun Herr Kollege Tönz. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir debattieren heute über das Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada. Und zunächst einmal will ich ein bisschen auch für die Zuhörer, für die es vielleicht komplett neu ist, erst einmal auch zwei, drei grundsätzliche Bemerkungen machen. Die eine ist, worum geht es denn eigentlich bei diesem Abkommen? Es geht um tarifäre und nicht tarifäre Handelshemmnisse. Tarifäre sind Zölle etc., Nicht-Tarifäre sind technische, aber auch über die Technik hinausgehende Vereinfachungen im Freihandel. Der Zeitablauf war bei der Europäischen Union und Kanada der, dass man im Juni 2009 mit den Verhandlungen begonnen hat. Am 4. August diesen Jahres hat die Kommission bekannt gegeben, dass der Vertragstext ausgehandelt sei. Paraffierung sollte auf dem EU-Kanada-Gipfel stattfinden, ist aber abgesagt worden. Also, welche Situation haben wir? Wir haben die Situation, dass der Vertragsfest im Moment vorläufig feststeht. So sagt es die Kommission. Und jetzt kommen wir zu dem Vorwurf der Transparenz oder besser gesagt der Intransparenz bei den Verhandlungen. Herr Schwert, ich gebe Ihnen recht, es ist intransparent gewesen, genauso wie bei TTIP. Das kritisieren wir Sozialdemokraten auch. Aber ich will auch an der Stelle eines, das gehört zur Wahrheit und Klarheit auch dazu, voraussetzen. Wenn wir über TTIP nicht öffentlich diskutiert hätten, hätte niemand bemerkt, dass CETA überhaupt auf dem Weg ist. Auch Sie nicht. Auch Sie nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den man sagen muss. Wir Sozialdemokraten finden, dass man sich die Sache erstmal genauer anschauen muss. Und dazu zählt zum Beispiel, dass derzeit der Vertrag in der Übersetzung ist. Das wird 6 Monate dauern. Circa 6 Monate. Dann wird er der Öffentlichkeit in deutscher Sprache zugänglich gemacht. In englischer Sprache ist er zugänglich. Er besitzt 1500 Seiten. Und ich sage mal, ich bin kein Jurist und schon kein Wirtschaftsjurist. Ich traue mir in englischer Sprache die 1500 Seiten zu beurteilen im Moment nicht zu. Das sage ich Ihnen ganz offen. Und ich glaube auch, dass man, es gibt viele Gutachten mittlerweile auch schon dazu, aber es gibt auch widerstreitende Gutachten und ich glaube, da muss man sehr genau hingucken. Darüber hinaus ist umstritten, ob CETA ein gemischtes Abkommen ist oder nicht. Ich bin der Überzeugung, es ist ein gemischtes Abkommen. Aber auch das wird sich erst beweisen. Wir werden das hier nicht entscheiden. Wir Sozialdemokraten betrachten CETA als Chance, als einen Impuls für Wachstum und Beschäftigung in der Europäischen Union. Und indem er die gegenseitigen Marktzugänge für den Handel mit Gütern, Dienstleistungen und Investitionen erleichtert. Ich glaube, das muss man auch sagen. Und der vorgesehene Abbau tarifärer wie nicht-tarifärer Marktzugänge und Handelshemmnisse würde für KMU verbesserte Exportchancen eröffnen. Aber wichtig ist auch, dass die hohen EU-Standards, wie sie zum Beispiel beim Sozial-, Umwelt- und Verbraucherschutz erhalten bleiben oder noch verbessert werden. Ein EU-Besitzstand, der acquis communautaire, ist hier von besonderer Bedeutung. Und das sollten wir auch berücksichtigen, wenn wir darüber debattieren. Für uns Sozialdemokraten ist der Schutz der öffentlichen Daseinsvorsorge wichtig. Diese öffentliche Daseinsvorsorge darf durch solche Verträge nicht gefährdet werden. Und ich stimme mit Ihnen überein, und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man hier nennen muss. Investorenschutzklauseln gehören nicht in dieses Abkommen und sind vollkommen verzichtbar. Es besteht auf beiden Seiten eine ausreichende rechtsstaatliche Gerichtsbarkeit. Und an der Stelle sage ich dann auch mal, ich will das übrigens auch sagen, auf kanadischer Seite gibt es ähnliche zunehmende kritische Nachfragen zu dem Vertrag.
Und deshalb muss aus Sicht von uns Sozialdemokraten, das sage ich an dieser ganz Stelle deutlich, nachverhandelt werden. Aber eine komplette Ablehnung zum jetzigen Zeitpunkt, vor dem Hintergrund, dass dieser Vertrag noch nicht in Deutsch vorliegt, dass ich ihn nicht komplett einschätzen kann, aber auch andere ihn noch nicht komplett einschätzen kann, wäre zu diesem Zeitpunkt falsch. Und deshalb lassen Sie uns darüber verhandeln, inwieweit Freihandel möglich sein kann, aber nicht zu allen Bedingungen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg in dieser Frage. Herr Kollege Stock, gut, damit ist die Rede beendet. Kommen wir zum nächsten Redner. Freifrau von Böselagen spricht für die CDU-Fraktion. Er will aber Zeit. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Schwert, Sie sind ein sehr netter Kollege, aber leider muss ich Ihnen da widersprechen. Wir haben heute einmal mehr die Gelegenheit, über den Freihandel mit Nordamerika zu diskutieren. Bereits in den Beratungen haben wir ja schon zwei Anträge zum geplanten Freihandelsabkommen mit der USA TTIP deutlich diskutiert, sodass in diesem Parlament ja eine breite Mehrheit positiv zum freien Handel sich geäußert hat. Ich hoffe, da sind wir uns auch bei CETA doch einig. Diese Landesregierung hatte also ja heute zum Beispiel und auch gestern eigentlich immer unsere Anträge abgelehnt und immer bei uns mit Nein votiert. Jetzt hätten wir mal die Gelegenheit, gemeinsam den Antrag für der Piraten abzulehnen. Das, was die EU und Kanada verhandelt haben, ist ein modernes und ambitioniertes Freihandelsabkommen. Das möchte ich deutlich machen. Und es bringt große Vorteile für die exportorientierte deutsche Wirtschaft. Warum ist das so? Vier Gründe möchte ich Ihnen dabei nennen. Erstens, mit CETA werden über 98% der Importzölle abgebaut. Das hat Herr Tönz eben auch schon gesagt. Und der Marktzugang für Dienstleistungen, Industrie, Güter sowie landwirtschaftliche Produkte liberalisiert. Zweitens, im Industriesektor wird es innerhalb der nächsten 7 Jahre sogar zu einer kompletten Abschaffung der Zölle kommen. Drittens, CETA soll Kanada und der EU eine Ausweitung des Handels von 23% bescheren. Viertens, mit dem Abkommen wird darüber hinaus ein deutliches verbesserter Zugang zu öffentlichen Aufträgen gewährleistet. Künftig können sich europäische Unternehmen in Kanada auch auf Provinz- und Kommunalebene an öffentlichen Ausschreibungen beteiligen. Ich denke, das sollte man also auch nicht aus dem Blickfeld verlieren. In der Summe bedeutet dies, CETA steht für die Sicherung bestehender und die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Und ich denke, das ist ein Kriterium, was für die nächsten Jahre für Europa doch entscheidende Bedeutung hat. Deutschland hat bislang mehr als 130 Investitionsabkommen mit Investitionsklauseln beschlossen. Jetzt plötzlich den Untergang von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit an die Wand zu malen, denke ich, ist höchst unseriös. Darüber hinaus hat die Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage von Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 18/24/76, deutlich gemacht, dass sie die Vereinbarung zum Investitorenschutz und zu den Schiedsverfahren auf ihre Notwendigkeit hin überprüfen wird. Frau von Böselagen, stellen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Fricke. Ja, natürlich. Das ist sehr nett von Ihnen. Bitte schön, Herr Fricke. Ja, vielen Dank. Bitte. Und zwar ist jetzt bekannt geworden, dass ein Finanzinvestor gegen eine Klage eingereicht hat vor einem Schiedsgericht
gegen den im Zusammenhang mit der Griechenlandrettung erfolgten Schuldenschnitt für griechische Staatsanleihen. Und ein weiterer Finanzinvestor hat geklagt gegen die Rettung, Verstaatlichung einer zypriotischen Bank. Und würden nun diese Finanzinvestoren gewinnen, und die Wahrscheinlichkeit besteht hier, Beispiel Argentinien, würde dies die Griechenland- und Zypern-Rettung völlig zerstören, völlig in Frage stellen. Und daher frage ich, welche Mechanismen könnten Sie sich vorstellen, wenn Sie den Investorenschutz so hochhalten, dass man so etwas auch im Zuge des bekannt gewordenen Texas-CETA-Abkommens verhindert? Also ich denke, dass man das nicht alles in einen Topf schmeißen kann. Das eine ist Europa und das andere ist das Abkommen mit Kanada. Also erkennbar braucht die Kommission in Sachen CETA keine guten Ratschläge, denke ich, aus Düsseldorf. Der bislang zuständige Handelskommissar Karel Delgucht hat in einem Briefing für die Mitgliedstaaten am 26. September 2014 CETA schon längst als gemischtes Abkommen bezeichnet. Und auch unser Bundeswirtschaftsminister, denke ich, hat, als er sich positiv zu diesem Abkommen geäußert, und ich bin sicher, dass er genau hinguckt, dass da nichts passiert, was uns langfristig sehr nachteilig tangieren könnte. Wir sollten also offen sein für dieses Abkommen. Wir sollten uns nicht von vornherein sperren. Sicherlich kann das ein oder andere verbessert werden, wie immer so bei Verträgen. Und Herr Töns hat ja auch eben betont, dass, wenn die Übersetzung da ist in deutscher Sprache, wir noch mal genau hingucken müssen. Aber generell jetzt schon zu sagen, das ist alles Mist, ist Murks, das wollen wir nicht, das wäre zu kurz gegriffen. Und deshalb denke ich, möchte ich von Seiten der CDU-Fraktion Ihren heutigen Antrag ablehnen. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin. Würden Sie bitte am Pult bleiben? Es gibt die Bitte um eine Kurzintervention von Herrn Dr. Paul, Fraktionsvorsitzenden der Piraten. Bitte, Herr Dankeschön. Paul. Dankeschön, bitte schön, Herr Dr. Paul, ja. Sein Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Werte Frau von Böselager, ich möchte das mal als Frage formulieren. Herr Töns hat ja in seinem Beitrag auch darauf hingewiesen, dass gewisse Dinge in diesem sehr starken, dicken 1600-Seiten-Papier noch zu prüfen sind. Ich möchte auf die Dinge eingehen, die Befürchtungen eingehen, die da sagen, dass im Rahmen dieser Freihandelsabkommen eine überstaatliche Schiedsinstanz eingerichtet wird, gegen die man dann auch wieder nicht Einspruch einlegen kann. Wie bewerten Sie die Möglichkeit, dass wir in diesem Plenum, in diesem Parlament für zukünftige Anträge zu einer Übereinkunft kommen können, dass wir die Installation solch überstaatlicher Instanzen grundsätzlich ablehnen? Also, Herr Paul, ich denke, wir sollten erstmal die deutsche Übersetzung abwarten. Dann werden wir nochmal genau uns das auch aus Landessicht, da bin ich sicher, da werden Sie schon darauf achten, dass wir uns auf Landessicht nochmal intensiv damit beschäftigen. Sollte das so sein, wie Sie das befürchten, würden wir von unserer Seite auf Bundesebene und bestimmt auch Bündnis 90, die Grünen und SPD Stimmung machen und sagen, was wir also doch dringend an Verbesserungen vornehmen müssten. Vielen Dank, Freifrau von Böselager. Und als nächster Redner ist für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen gemeldet Herr Kollege Engsfeld. Und der hat jetzt das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Grünen setzen uns seit vielen Jahren für eine gerechte Handelspolitik ein. Handel kann den Wohlstand aller Menschen befördern und die friedliche Kooperation der Staaten unterstützen. Das kann aber nur gelingen, wenn dabei die ökologischen Grenzen unseres Planeten geachtet werden und die Handelspolitik einen Beitrag dazu leistet, Ungleichheit und Armut weltweit zu mindern. Zudem muss es grundsätzlich
Zudem muss es grundsätzlich das Ziel sein, Handelspolitik im Rahmen eines multilateralen Ansatzes zu gestalten. Das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen CETA steht jetzt nach fünfjähriger Beratungszeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor seinem Abschluss. CETA ist eine Handelsvereinbarung der nächsten Generation und deckt eine Vielzahl von Bereichen ab, die üblicherweise nicht Thema von Handelsgesprächen sind. Es ist ein komplexes Dokument, dessen Regelungen stark ineinandergreifen und von dem her immer mehrere Kapitel parallel gelesen werden müssen. Die Frage, ob es sich bei CETA um ein sogenanntes gemischtes Abkommen handelt, sprich ob neben der Europäischen Union auch die einzelnen Mitgliedstaaten Vertragspartner sind, ist für uns keine Frage. Wir sind wie der Bundeswirtschaftsminister Gabriel oder die bayerische Staatsregierung der Auffassung, dass CETA ein gemischtes Abkommen ist und der Ratifizierung in Deutschland durch Bundestag und Bundesrat bedarf. An CETA ist vielfache Kritik laut geworden. Uns bereiten mehrere Bereiche große Sorge. Erstens stimmen uns die CETA-Regelungen zum Investorenschutz, Investor-State-Dispute-Resolution, kurz ISDS, bedenklich. Diese Klauseln erlauben es Unternehmen, Schadensersatz und andere Ansprüche gegen Staaten vor internationalen Schiedsgerichten einzuklagen, die außerhalb der Rechtssysteme Kanadas und der EU angesiedelt sind. Das ISDS-Kapitel berührt in hohem Maße das Verständnis darüber, wie in der Europäischen Union den Mitgliedstaaten sowie den Ländern und Kommunen Politik gemacht wird und künftig vor allem gemacht werden kann. ISDS schürt die berechtigte Sorge, Unternehmen könnten staatliche Gesetze oder Vorschriften anfechten, weil sie ihrer Meinung nach ihren Gewinninteressen oder Erwartungen zuwiderlaufen. Auch wenn diese Versuche nicht zum Erfolg führen sollten, so steht doch zu fürchten, dass schon die Androhung eines solches Vorgehens einer Regierung oder einem Parlament, die ein bestimmtes Gesetz, eine Richtlinie oder eine Verordnung plant, von einer Verabschiedung abschrecken könnte. Es gibt bereits heute intensive und funktionierende Handels- und Investitionsbeziehungen, auch ohne Investorenprivilegien. Das zeigt, dass die Investoren den vorhandenen rechtlichen und demokratischen Rahmenbedingungen für Investitionen vertrauen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sagen, Investitionsschutzregelungen und Regelungen für ein Investor-Staat-Schiedsverfahren sind weder im Verhältnis zu den USA noch zu Kanada für einen wirksamen Schutz von Investitionen erforderlich. Investoren sind grundsätzlich bei G8-Staaten auf dem Rechtsweg vor nationalen staatlichen Gerichten zu verweisen. Und deswegen, für uns ist klar, diese Regelungen müssen raus aus CETA, einfach weg damit. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Herrmann? Bitte. Das ist sehr nett. Herr Herrmann, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Engsel, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie scheinen sich ja sehr intensiv schon auch mit CETA beschäftigt zu haben. Das ist gut. Ist Ihnen denn bekannt, dass anders als bei TTIP Herauslösungen zum Beispiel vom Investorenschutzabkommen aus dem Vertragswerk nicht möglich sind, vom Verhandlungsmandat eindeutig ausgeschlossen sind, also dass der Vertrag nur so angenommen werden kann, wie er ist, ohne Änderungen? Vielen Dank für die Frage. Ich habe das so wahrgenommen, und dass es den Wunsch gibt für Nachverhandlungen, gerade über dieses ISDS-Schiedsgerichtsverfahren. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Europäische Kommission die Position vertritt, dass Nachverhandlungen nicht möglich sind, aber auch den Bundeswirtschaftsminister so verstanden, dass er allen politischen Druck auch innerhalb der EU noch mal zusammenbringen möchte, um diese Möglichkeit der Nachverhandlungen den Weg gangbar zu machen. Insofern werden wir absehen, ob das wirklich das letzte Wort war. Zweitens legen wir bei CETA einen besonderen Augenmerk auf die Errungenschaften in der Europäischen Union im Bereich der Sozial-, Umwelt-, Lebensmittel-, Gesundheits- und Datenschutzstandards sowie der Verbraucherrechte. Das Vorsorgeprinzip der Europäischen Union darf bei CETA nicht abgeschwächt werden. Wir werden darauf achten, ob für den Agrarsektor im Vertragstext besondere Regelungen vorgesehen werden. Denn aus gutem Grund haben sich die Europäische Union und die Mitgliedstaaten entschieden, in Europa bestimmte Produkte nicht zuzulassen und entsprechende Importverbote erlassen. Dies betrifft vor allem Produkte, die nicht der EU-Kennzeichnungsrichtlinie entsprechen, also zum Beispiel Produkte, die aus gentechnisch veränderten Organismen bestehen oder daraus hergestellt werden, oder für Tiere, die mit Wachstumshormonen behandelt wurden, und das Inverkehrbringen von Lebensmitteln von geklonten Tieren. Gleiches gilt für Lebensmittel, die mit Substanzen behandelt wurden, die in der EU verboten sind. Meine Damen und Herren, es übersteigt einfach meine Vorstellungskraft,
dass Grüne, egal ob sie in Brüssel, Berlin oder Düsseldorf sind, die Hand für einen Vertrag heben werden, der diese bis hierhin von mir genannten Inhalte nicht berücksichtigt. Im vorliegenden Vertrag der Piraten wird das alles nur im Zusammenhang aber mit Schiedsgerichtsverfahren betrachtet. Aber das reicht natürlich nicht aus. Es geht natürlich grundsätzlich um weitergehende Entscheidungen hinsichtlich der Liberalisierung, der Anerkennung und Weiterentwicklung von Standards auf beiden Seiten, die ebenfalls zentrale Probleme darstellen. Nur die Negativlisten zu kritisieren, Herr Schwert, wie Sie das in Ihrem Antrag gemacht haben, greift aus unserer Sicht zu kurz, weil für unsere Kommunen, auch für Länder und den Bund, die Stillstands- und Ratchet-Klauseln ebenso problematisch sind. Solche Klauseln verhindern beispielsweise die Rekommunalisierung von Unternehmen im Bereich der Daseinsvorsorge. Das darf aber nicht so sein. Meine Redezeit ist leider zu Ende, sonst hätte ich Ihnen noch ein paar Kritikpunkte zu Ihrem Antrag gesagt, vor allen Dingen das, was uns fehlt. Wir werden den Antrag heute ablehnen, weil zwar einige richtige Punkte drin sind, aber viele Bereiche halt, die uns wichtig sind, fehlen. Und weil eine Grün-Pur-Haltung auch nicht immer eine rot-grüne Haltung ist, noch nicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Engsfeld. Und als nächster Redner spricht für die FDP-Fraktion Herr Kollege Borges. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Deutschland hat eine Exportquote von 40% und eine Importquote von 35%. Die 40% Exportquote sind ein Indikator für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Die 35% Importquote sind auf der anderen Seite ein Indikator für die Abhängigkeit Deutschlands von Vorleistungen und Rohstoffen aus anderen Ländern. Kombiniert ergibt sich für Deutschland eine Außenhandelsquote von rund 75%. Meine Damen und Herren, dies zeigt einerseits die herausragende Offenheit unserer Volkswirtschaft. Andererseits deutet sie darauf hin, wie abhängig Deutschland vom Welthandel und von offenen Märkten ist. Wer in einer Volkswirtschaft wie Deutschland mit einer Spitzenposition bei der Außenhandelsquote Freihandelsabkommen pauschal verteufelt, handelt entweder ignorant oder populistisch. Und wer zeitgleich Meldungen abtut, nach denen eine vierstellige Zahl von Arbeitsplätzen in der Landeshauptstadt Düsseldorf auf dem Spiel stehen, weil es eben kein Freihandelsabkommen gibt, gibt sich in die Nähe des Zynismus, meine Damen und Herren. Entgegen landläufiger Meinung geht es bei dem Freihandelsabkommen in erster Linie eben nicht um die Reinigungstechnik von Geflügelprodukten. Es geht um Handelshemmnisse, um Zölle, Importquoten, Exportsteuern und Subventionen und um nicht tarifäre Handelshemmnisse. Etwa bestimmte Spezifikationen bei Fahrzeugen. Wenn sich diese derart unterscheiden, dass sich verschiedene Produktionsorte für verschiedene Märkte lohnen, ist der Arbeitsplatz aus Deutschland schnell verlagert. Wie wir leider an dem Beispiel auch des Sprinterwerks in Düsseldorf zur Kenntnis nehmen müssen. Meine Damen und Herren, klar ist, Freihandelsabkommen zwischen Kanada und der Europäischen Union und Freihandelsabkommen grundsätzlich sind Projekte von großer wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Tragweite. Daher ist es richtig, den Fortgang genau zu beobachten. Für die FDP-Fraktion sage ich, wir treten für Freihandel ein. Wir sehen darin die Chance für Arbeitsplätze, für Wachstum und für günstigere Preise für unsere Verbraucherinnen und Verbraucher. Aber klar ist auch, in solchen Verhandlungen sitzen sich nicht ausschließlich vorbehaltlose Anhänger eines grenzenlosen Freihandels gegenüber. Dort sitzen in erster Linie Vertreter bestimmter Interessen. Sie wollen möglichst viele dieser Interessen durchsetzen. Und aus diesem Grunde ist es auch grundsätzlich notwendig, Verhandlungen genau zu beobachten. Es ist insbesondere Aufgabe der Bundesregierung, ihr Gewicht in die Verhandlungen einzubringen. Sie muss dafür sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands und Europas keine Nachteile durch das Abkommen erleiden. Namentlich, meine Damen und Herren, ist das die Aufgabe von Bundeswirtschaftsminister Gabriel, der übrigens auch für die Koordinierung der Europapolitik in der Bundesregierung zuständig ist.
Er hat dafür zu sorgen, dass ein faires und vertretbares Ergebnis vorgelegt wird. Und er muss die Bürgerinnen und Bürger davon überzeugen. Meine Damen und Herren, gelingt ihm das nicht, schadet er damit der deutschen Wirtschaft erheblich. Ich bin daher froh, dass die SPD, seitdem sie in Berlin regiert und das Bundeswirtschaftsministerium führt, ein so positives Verhältnis gegenüber Freihandel, gegenüber TTIP und gegenüber CETA eingenommen hat. Das unterstützen wir ausdrücklich, meine Damen und Herren. Denn Freihandelsabkommen sind eine riesige Chance für neue Arbeitsplätze auf beiden Seiten des Atlantiks. Die Landesregierung sollte den Abschluss von Abkommen wie CETA nicht etwa stoppen oder bremsen. Im Gegenteil, sie sollte ihn befördern. Sie sollte die Europäische Kommission und die Bundesregierung dazu anspornen, schneller zum Abschluss zu kommen. Den Antrag der Piraten lehnen wir deshalb natürlich ab im Interesse des Landes Nordrhein-Westfalen, da er insbesondere volkswirtschaftlich unvernünftig ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Brockes. Und als letzter Redner bisher jedenfalls zu dem Thema spricht der Wirtschaftsminister, Herr Dün. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer die öffentliche Debatte, nicht die hier im Hohen Hause, sondern wer die öffentliche Debatte über Freihandelsabkommen wie CETA oder TTIP in jüngster Zeit verfolgt hat, der kann schon manchmal den Eindruck haben, es ginge irgendwie um die Zukunft der Menschheit oder mindestens mal den Untergang des Abendlandes. Dabei regeln Freihandelsabkommen nur eigentlich ganz banale Dinge und schaffen die Regeln, auf deren Grundlage wir die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung nutzen. Hiervon im Übrigen hat kaum eine Volkswirtschaft so sehr profitiert wie die deutsche. Freihandelsabkommen sind eine der wesentlichen Grundlagen unseres Wohlstands. Ohne die Rechtssicherheit, ohne die internationalen Handelsabkommen, die diese Rechtssicherheit schaffen, gäbe es keinen Außenhandel. Freihandelsabkommen sind deshalb ein bewährtes Instrument, Wirtschaftswachstum anzukurbeln und Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Von der gesamten Wirtschaftsleistung unseres Landes im Jahr 2013 rund 600 Milliarden Euro wird fast ein Drittel exportiert bei steigender Tendenz. Die 14.000 internationalen Unternehmen hierzulande beschäftigen eine Dreiviertelmillion Männer und Frauen in NRW, hängt jeder achte Arbeitsplatz vom Außenhandel ab. Freihandelsabkommen erleichtern großen, kleinen und mittleren Unternehmen die Geschäfte über Grenzen hinweg, weil sie Zölle abgebaut und andere Handelshemmnisse beiseite geschoben haben. Meine Damen und Herren, deswegen bin ich davon überzeugt und hoffe, dass sich viele hier im Haus darüber einig sind, Freihandelsabkommen sind auch gut für Nordrhein-Westfalen und für die hier arbeitenden Menschen und für die hier agierenden Unternehmen. Aber im Begriff des Freihandelsabkommens steht dummerweise nicht das Ergebnis. Nein, zu ihnen führt ein langer Weg, gepflastert mit Gesprächen, Verhandlungen, Kompromissen auf beiden Seiten. Zu CETA konkret. Kanada ist für Europa ein wichtiger Wirtschaftspartner und umgekehrt. Das Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen Kanada und der Europäischen Union steht nun kurz vor dem Abschluss. Mit ihrem Antrag fordern die Piraten die Landesregierung auf, darauf zu wirken, dass das Freihandelsabkommen zwischen Kanada und der Europäischen Union in der jetzigen Form nicht unterzeichnet bzw. ratifiziert wird. Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Schmalenbach? Keine Zwischenfrage, bitte schön. Sie machen mit Ihrem Antrag den gleichen Fehler wie bei anderen Anträgen zu TTIP auch, wobei die beiden Dinge eben auch nicht identisch sind. Sie wollen sich zu einem Abkommen festlegen, dessen endgültige Verhandlungsergebnisse noch nicht feststehen. Sie argumentieren mit möglichen Eingriffen auf Landesinteressen und ungewissen Risiken. Eine verantwortungsvolle parlamentarische Befassung ist aber nur dann möglich, wenn über die realen Inhalte auch befunden werden kann. Und es ist ja schon darauf hingewiesen worden, dass noch nicht einmal eine Übersetzung vorliegt. Der übersandte Text zu CETA ist nach meiner Einschätzung ein gut verhandeltes und ausgewogenes Dokument. Es gibt jedoch ein substanzielles Problem. Und das sind Investorenschutzregeln mit privaten Schiedsgerichten. Dies hat den schon mehrfach zitierten Bundeswirtschaftsminister auch dazu veranlasst, Änderungen einzufordern. Das unterstützen wir ausdrücklich. Einflussreiche Verbündete hat dieser Bundeswirtschaftsminister
unter anderem im Europäischen Parlament oder auch mit dem neuen EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Auch Juncker hat sich in seiner Antrittsrede als neuer Präsident der EU-Kommission zu den umstrittenen Investitionsschutzklauseln im geplanten Freihandelsabkommen geäußert. Er betonte, dass er keine ISDS-Klauseln akzeptieren werde, die die Rechtsprechung der Gerichte in den EU-Ländern, einschränken würde. Gleichzeitig hat die Bundesregierung in ihrem Schreiben vom 22. September 2014 mitgeteilt, dass sie zu CETA zu zwei Themen von besonderer Bedeutung Gutachten in Auftrag gegeben hat. Das erste Gutachten der Universität Bielefeld unterstützt die Auffassung der Bundesregierung, dass CETA ein gemischtes Abkommen ist. Neben dem Rat und dem Europäischen Parlament müssen deshalb, davon sind wir überzeugt, auch die nationalen Parlamente dem Abkommen zustimmen. Das zweite Gutachten des Max-Planck-Instituts für ausländisches und öffentliches Recht befasst sich mit dem Investorenschutz. Es stellt fest, dass der völkerrechtliche Schutz kanadischer Investoren sowie deutsches Verfassungs- und Unionsrecht es nicht zulassen, dass kanadische Investoren in Deutschland erfolgreich gegen Gesetze klagen können, die dem Allgemeinwohl dienen. Auch diese Ergebnisse der Gutachten bestätigen die Bundesregierung, und wir begrüßen, dass der Nachverhandlungsbedarf zu diesen Punkten bereits ausgesprochen wurde. Die Bundesregierung sagt, ich zitiere, Wirtschaftswachstum ja, aber nicht um jeden Preis. Bestehende Standards zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und der Umwelt müssen abgesichert und demokratisch legitimierte Entscheidungen dürfen nicht in Frage gestellt werden. Zitat Ende. Dieser Haltung schließen wir uns ausdrücklich an. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ultimative Forderungen zum Ausstieg aus den Verhandlungen zu erheben, das halten wir für falsch. Lassen Sie uns am Ende eine Gesamtbetrachtung vornehmen. Ich bin davon überzeugt, dass am Ende die Vorteile überwiegen werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Bleiben Sie bitte am Pult. War darauf eingestellt. Er war darauf eingestellt, Herr Minister, dass es eine Kurzintervention gibt, und zwar von Herrn Schmalenbach von der Piratenfraktion. Herr Schmalenbach, bitte schön. Ja, das wird kurz. Vielen Dank, Herr Minister. Nach Ihrem Loblied auf Freihandelsabkommen wüsste ich von Ihnen gerne, ob Sie der Meinung sind, dass Sie in Afrika Partner finden, die mit Ihnen in dieses Lied einstimmen. Ich sehe mich nicht in der Lage, diese Frage zu beantworten. Bitte schön. Dankeschön, Herr Minister. Damit sind wir am Ende der Debatte zu diesem Tagesordnungspunkt und kommen zur Abstimmung. Die Piratenfraktion hat direkte Abstimmung beantragt. Wer stimmt also dem Inhalt des Antrags Drucksache 7150 zu? Die Fraktion der Piraten. Wer stimmt dagegen? SPD, Grüne, CDU, FDP und Herr Stein fraktionslos. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag mit großer Mehrheit abgelehnt. Und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 10.